Episode 4: Die Überlebenden. Billy, lassen Sie sie los! Billy, halt! Lassen Sie mich los! Gehen Sie mir aus dem Weg! Was machen Sie denn? Ich warne Sie, bleiben Sie mir fern! Handeln Sie nicht unüberlegt! Hey, mach doch was! Seien Sie still! Sagen Sie es uns, Doc, was ist da draußen? Was hat Ihnen das angetan? Toh. Sie heißen Todon Pectinodon. Sie sollten eingeschläfert werden, aber... Was, Sie haben sie freigelassen? Nein, ich habe sie in Quarantäne gehalten, um sie zu studieren. Ich vermutete, dass sie irgendwie das Gehege verließen, war mir aber nicht sicher. Sie wussten die ganze Zeit von all diesen verdammten Kreaturen da draußen, die nach unserem Piloten suchen. Billy, warten Sie! Wir wurden fast von einem unserer eigenen Männer getötet. Wahrscheinlich war er von einem dieser Dinger gebissen worden, genau wie Decaf. Weiß der Geier, was aus ihm geworden ist. Unsere beiden Teams sind tot. Oscar ist tot. Alles wegen ihrer Dinosaurier. Alles ihretwegen. Tja, das ist jetzt natürlich etwas problematisch. Billy dreht jetzt durch. Natürlich, ich meine, sein Freund Oscar ist jetzt gestorben. Aber, ja, ich finde diese Stelle, muss ich sagen, etwas merkwürdig. Denn wir werden sehen, Billy macht hier eine 180-Grad-Wende und wird jetzt vollkommen anders als vorher. Er war ja bisher immer so ein bisschen der locker Leichte, der alles nicht so ernst genommen hat. Aber jetzt, wo Oscar tot ist, da dreht er vollkommen frei. Und ich finde es ein bisschen sehr unglaubwürdig, wie es dann dargestellt wird, wie stark er sich hier ändert. Aber gut, man kann es irgendwo verstehen. Oscar war offenbar sein bester Freund und seine einzige richtige Bezugsperson. Und jetzt ist Dr. Sorkin natürlich irgendwo dran, weil sie dafür verantwortlich war. Oscar würde ihren Tod nicht wollen. Er ist gestorben, damit wir überleben können. Wenn er das gewusst hätte, schon. Jedenfalls ist diese Hexe eine Lügnerin. Sie hat uns alle belogen. Hat mich in Gefahr gebracht, nur um ihre Agenda und ihre kostbare Freakshow zu beschützen. Was verbirgt sie sonst noch? Bitte, wenn ich vorher... Ach, Schnauze. Geht's also darum? Sie hat sie in Gefahr gebracht? Ihr eigener kleiner Rachefeldzug also? Es geht hier nicht um mich. Ich mache das für Decaf und Vargas. Was soll das alles? Sie ist eine Lügnerin. Das kann keiner abstreiten. Er macht das für Decaf und Vargas. So, ja. Das wird denen bestimmt weiterhelfen. So, Nima, was können wir denn da... Ja, toll, da haben wir jetzt großartige andere Sprachoptionen hier, ist ja unglaublich. Inwiefern hat sie gelogen? Weil sie uns keine Informationen gab, ohne genaue Fakten zu kennen? Sie hätte ja spekulieren können. Nein, Spekulation hätte uns nur noch mehr in Gefahr gebracht. Ich bin der Feind. Ich bin der Böse. Ich will euch doch nur die Augen öffnen. Ich will euch die Wahrheit zeigen und jemanden zur Rechenschaft ziehen. Tja, das hilft natürlich ungemein. Diese Monster erschaffen. Sollen Sie jetzt für das zahlen, was Ingen angerichtet hat? Vielleicht. Stecken Sie das Messer weg. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Alles, was Sie sagen muss, ist, es war meine Schuld. Kommen Sie da! Spucken Sie es aus! Nein, es war nicht... Sagen Sie es! Es war meine Schuld. Na also, war doch gar nicht so schwierig, oder? Ihre Freunde mögen sie gerettet haben, aber immerhin habe ich die Wahrheit aus ihnen herausbekommen. Ihr wolltet sie lebendig, ihr könnt sie haben. Denkt an meine Worte. Sie wird eher eins dieser Tiere retten, bevor sie für einen von euch einen Finger krümmt. Okay, wir sollten uns alle nützlich machen. Ich kümmere mich um die. Wir können nicht länger hierbleiben. Wir geben Billy eine Minute und schauen, ob wir was Nützliches finden. Vielleicht einen Ausweg. Okay, wir überprüfen den Raum und melden uns, wenn wir fertig sind. Einverstanden? Tja, damit nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Wir können jetzt ein bisschen hier rumgucken in dem Raum. Wir müssen natürlich auch draußen gucken, dass da keine Viecher mehr sind. Aber höchstwahrscheinlich sind die natürlich abgehauen. Es ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Wenn Billy durchdreht, dann haben die restlichen vier dann natürlich noch einen gefährlichen Feind mehr, den sie am Hals haben, und der wird sie begleiten und der ist jetzt unberechenbar geworden. Und es ist ja auch so, dass da draußen sind ja außerdem noch Dinos, ne? Und jetzt haben die vier keinen richtigen Beschützer mehr eigentlich. Ich meine, Nima könnte natürlich ein bisschen, aber ich glaube, sie hat ja nicht mal eine Waffe. Von daher ist das, wobei die anderen hatten glaube ich auch keine Waffe. Außer Oscar, der ein Messer hatte, aber... Ja gut, Billy hatte auch ein Messer, aber ich meine, ansonsten sind die natürlich auch unbewaffnet gewesen.
Und ja, das könnte natürlich etwas problematisch werden. Vor allem, wenn jetzt die Weißaugen hinter uns her sind. Huele a excremento. Was? Ich spreche kein Spanisch. Tut mir leid. Was hat die Schaufel mit Exkrementen zu tun? Ich glaube, sie sind leer. Sie sind aber trotzdem schwer. Ja, das sind Druckflaschen meistens. Okay, haben wir sonst was mit Nima hier? Nein, dann gucken wir erstmal aus dem Fenster, bevor wir die Tür aufzumachen versuchen. Also, Fenster. Ich kann nichts sehen. Könnte sicher sein. Gut, schauen wir mal. Weg von der Tür. Da gehen wir nicht mehr raus. Warum nicht? Weil wir nicht zurückgehen und weil das, was diese Dinos erschreckt hat, noch da sein könnte. Ach, Billy, du wirst doch eh nichts mehr mit uns zu tun haben, dann kannst du doch auch uns machen lassen, oder? Okay, gehen wir mal zu Jess. So, Jessie. Alles in Ordnung? Bestimmt. Jess, lass ihn in Ruhe. Gut, was haben wir sonst noch? Können wir auch... Ah, wir können Decaf uns angucken, okay. Sympathisch. Billy, wir sollten Decaf abdecken. Ich will nicht, dass Jess das sieht. Ja. Wie er immer noch mit den Augen zuckt, sehr freundlich. Okay, schauen wir uns das hier mal an. Das wird wohl ein Alternativausgang sein. Was ist mit dem Gitter hier? Sieht groß genug für uns alle aus. Scheint in die richtige Richtung zu führen. Okay, wie sieht's mit dem Schloss aus? Na toll, abgesperrt. Hat zufällig jemand den Schlüssel? Nein, aber ich kann mir denken, wofür die Schaufel gut ist, die da in der Gegend rumsteht. Aber wir können erstmal gucken, ob wir irgendwas quatschen können hier. Wir wollen ja so viel wie möglich mitnehmen vom Spiel. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, die Saurier können sich nicht vermehren. Können sie nicht. Es sind nur Weibchen. Aber wie legen sie dann Eier? Theropoden stoßen ihre Eier genau wie die meisten anderen eierlegenden Tiere ab. Denk nur an Hühner. Alle Eier auf dem Markt sind unbefruchtet, nicht wahr? Oh, stimmt. Sie müssen sie also trotzdem legen. Oh je. Was ist? Dass die Dinosaurier Eier ausstoßen, ist ein gutes Argument. Aber das hier ist ein Gelege. Das ist Brutverhalten. Und? Auch Hühner brüten ein großes Gelege aus. Unsere Saurier aber nicht. Ich habe postovulatorische Eier gefunden. Sie waren deformiert, schon zerstört oder achtlos in die Büsche getreten. Verstehe. Wir sollten dennoch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wie sollte das auch möglich sein? Könnte ein Dino-Mädchen sich in einen Jungen verwandeln? Bei Dr. Wus schludriger Herangehensweise an die Gensequenzierung könnte alles passieren. Na super, aber Dr. Sorkin sagt trotzdem erstmal, nein, wir sollen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Es könnte ja bloß irgendwie überlebenswichtig sein, ob da vielleicht Tausende von den Viechern rumspringen, nicht wahr? Aber gut, schauen wir weiter. Das ist überhaupt nicht fair! Wenn dieser ganze Ausflug irgendwie dazu dienen sollte, mich vom Ladendiebstahl abzuhalten, Ziel erreicht. Schön, kannst du weitergehen? Okay, ich will trotzdem nochmal das restliche Gequatsch hier mit anschauen. Ob ich das Schloss knacken könnte? Ich weiß zwar eh nicht, wie das geht, aber ich will auch Einbruch nicht gerade auf Dads Liste meiner potenziellen Verbrechen setzen. Ist natürlich genau der richtige Moment, um mit sowas anzufangen. Okay. Der Tunnel sieht groß genug für alle aus. Vielleicht sollten wir hier lang gehen. Jess, geh von dem Gitter weg. Du weißt nicht, was da unten ist. Ich versuche nur zu helfen. Ich weiß, Jess, aber ich kann nicht auf alles hier achten und dazu noch auf dich aufpassen. Tut mir leid, dass ich so eine Last bin. Ach, diese Tonspur immer. Also die Vertonung ist ja an sich eigentlich, finde ich, ganz okay von den Synchronsprechern her. Aber die Tonspur mit diesen kleinen Macken immer drin, die ist ein bisschen nervig, finde ich. So, wir gucken nochmal. Nee, gibt's sonst nichts mehr. Dann gehen wir mal nochmal zu Nima. Mal schauen, was die noch so zu quatschen hat. Aha. Self. Ja, hätte man auch nicht irgendwie übersetzen können. Jess, bleib bei mir. Ich beschütze dich. Auf einmal. Gute Idee, Schatz.
Tja, ich erinnere mich noch an andere Zeiten, als Nima das etwas anders gesehen hat und den beiden direkt die Knarre ins Gesicht gehalten hat, wenn sie irgendwas wollten. Jerry, wir sollten aufbrechen. Ja, alle bereit? Nee, noch nie. Naja, vielleicht können wir Jordan noch ein paar Minuten geben. Tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen in die Länge gezogen ist, aber wie gesagt, ich will so viel wie möglich mitnehmen. Ich hasse es, hier wie eine Ratte gefangen zu sein. Es gibt ja sehr viel zu reden hier so. Einen haben wir noch ausgelassen, das ist Jerry. Zugeschlossen. Na, so ein Ärger. Ansonsten haben wir doch, wir können hier noch ran. Ah, Flares. Lichtfackeln. Die könnten nützlich sein. Aber mehr kannst du nicht mitnehmen von denen? Nein, schade. Okay, da hat sich das ja schon mal gelohnt. Ich will nicht mit einem Dinosaurier in einem Lüftungsschacht stecken. Außerdem ist der überall Blut. Au, heiß. Tja, von dort werden die Dinos wohl gekommen sein, um ihr Gelege hier zu veranstalten. Gut, noch irgendwas zu quatschen? Nima, wie viel wissen Sie noch über das Tier, das Sie gebissen hat? Ich habe es nicht gesehen. Es war so schnell wieder weg. Und es war dunkel. Nachdem es mich gebissen hat, fühlte ich mich ganz wirr, als ob ich unter Drogen gesetzt worden wäre. Da waren viele von ihnen. Leuchtende Augen. Leuchtende Augen? Ja, so wie Ojos de Lobo. Was für Lobo? Keine Ahnung. Aber, irgendwas wollte ich jetzt sagen, ich hab's vergessen. Achso, ich fühlte mich ganz wirre, fand ich sehr schön jetzt, die Ausdrucksweise. Würde heutzutage bestimmt auch jeder sagen, aber gefällt mir sowas. Diese Trodon, was können Sie mir noch über sie sagen? Nun, sie sind nachtaktiv. Sie sind so schlau wie Raptoren, aber sie jagen anders. Ein einzelner Biss, um dem Opfer das Gift zu injizieren, dann ziehen sie sich zurück. Stellen ihrer Beute nach. Ihre gezackten Zähne speichern den Speichel. Der Speichel enthält ein Toxin. Niemals Bisshunde. War das ein Toter? Ja, definitiv. Ja, das hatten wir ja damals auch gesehen. Die Weißaugen, die sind dann hinterhergegangen und haben dann noch in den Büschen gehockt, während Nima davon gerannt ist oder irgendwie so. Beziehungsweise die haben ja dann sich ihr überall aufgelauert dort. Und dann ist Nima ja zum Glück entkommen, weil sie da den Berg hinabgestürzt ist. Aber da hatten wir das ja auch schon mit den Weißaugen. Okay. Jess, bleib von den Lüftungsschächten weg. Kein Davonschleichen mehr, ja? Ich gehe nirgendwo hin, Dad. Man möchte es ja trotzdem nochmal erwähnt haben. Gut, dann können wir jetzt wohl aufbrechen, denke ich mal. Wir sollten wohl besser los. Billy? Sind Sie sicher? Ja. Ja, wenn Sie soweit sind, Billy. Die Dose. Billy, haben Sie was gefunden? Nein, nichts. Sind alle bereit? Was ist mit Decaf? Das habe ich erledigt. Es sah so aus, als ob Sie sich was genommen hätten. Wenn er was bei sich hatte, das uns helfen kann. Ich habe nichts gefunden. Nur seine Erkennungsmarke. Die Versicherung zahlt seiner Familie nichts, wenn ich sie nicht zurückbringe. Zufrieden? Na gut. Entschuldigen Sie meine Zweifel. Sollen wir ihn mitnehmen? Wozu? Er ist doch schon beerdigt. So sieht's aus. Ich weiß, wo seine Leiche ist. Wir können sie nicht transportieren. Wenn das alles vorbei ist, können wir seine sterblichen Überreste hoffentlich bergen. Abgefressen dann aber. Alles, was gerade passiert ist, vergeben und vergessen, ja? Doc, erklären Sie mir das mit dem Telefon nochmal. Dem Terminal in meinem Labor zufolge sind die Telefone in der Meeresausstellung noch mit dem Sendeempfänger verbunden. Die im Besucherzentrum... Zu weit weg. Können wir durch die Tunnel zur Meeresausstellung? Sie sind alle miteinander verbunden. Ich müsste in der Lage... Also, ja. Danke sehr. Na gut, wir haben hier alle die gleichen Prioritäten. Wir müssen zur Meeresausstellung und das Telefon finden. Dann rufen wir uns einen Hubschrauber, der uns hier rausbringt. Wie sollen wir da hinkommen? Die Trodons sind immer noch da draußen. Wir können keine weiteren Bisse behandeln. Wir müssen... Sch! Lassen Sie mich ausreden. Die Tür! Oh yeah, Freude. Oh nein. Dad! Na, Halleluja! Sie kommen durch die Lüftung!
Oh shit. Das hat's bestimmt gebracht. So, her mit der Schaufel und drauf auf das Vieh. Mann, sind die hässlich. Oha, sie kommen an der Tür vorbei. Die Lüftungsschächte also. Na, da pass auf, Nima. Wow. Sehr gern. Ich bin dabei. Ich muss mit irgendwas das Schloss aufbrechen. Dann kriegst du dieses irgendwas. Oh ja, Moment, wo ist die? Ich komm, ich finde sie nicht. Nein, das wird ja niemals funktionieren. Ach, wo ist denn die Flasche? Jenny, ja, ich finde die Flasche nicht. Ich weiß. Hier ist sie doch. Dann nimm sie doch, Mensch. Warum hakt das Spiel jetzt so eigentlich? Oh shit. Entschuldigung, ich musste gerade mal mich um was anderes kümmern hier. Aufnahmetechnisch, deswegen... Hab ich's gerade verkackt? So, jetzt aber. Ja! Wir sind hier beschäftigt! Die Leuchtfackeln! Was ist mit denen? Gib es mir eine! Na, komm! Na, komm schon! Geht doch! So, rüber damit! Ach shit, das war wieder so ein Timing-Teil! Ach! Ist es denn euer Ernst? Na, komm schon! So, jetzt aber. Okay. So, lief jetzt nicht so gut, aber Hauptsache, wir kommen hier irgendwie durch. Zack, rein damit. Brenne. So, jetzt aber, Jerry, mach das Scheißding auf, Mensch. Endlich. Raus hier. Geschafft! Los geht's! Na komm schon, Billy! Lass das Vieh einfach! Oder so! Drauf! Gibt's doch gar nicht. Jetzt zerrecke endlich. Na, endlich. Gut, du auch noch eine Leuchtfackel und jetzt weg hier. Adieu, ihr Narren.